Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der AG Hauspost. Mein Name ist Antje Rüster und ich arbeite als Besucherreferentin für den Besucherdienst des Berliner Abgeordnetenhauses. In dieser Ausgabe der AG Hauspost wollen wir aus Anlass seines 200. Geburtstages uns ein Porträt des Mediziners Wolfgang Strassmann ansehen und wir werden erfahren, wie aus einem geächteten Revolutionär ein langjähriger Vorsteher der Berliner Stadtverordnetenversammlung und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses wurde, dessen sozialpolitischen Reformen bis heute nachwirken. Wir sehen Wolfgang Strassmann als einen älteren Herrn mit weißem Haar und einem schwarzen Gehrock bekleidet. Das Porträt ist im damals üblichen Stil für offizielle Bildnisse gemalt. Wir sehen Wolfgang Strassmann als einen typischen Amtsträger. Über die Person Wolfgang Strassmann allerdings sagt es uns wenig. Wer also war dieser Mann? Wolfgang Strassmann wird 1821 als erstes von 6 Kindern eines jüdischen Religionsgelehrten und einer Tuchhändlerin in der preußischen Provinz Posen geboren. Wolfgang Strassmann studiert zunächst Philosophie und ab 1845 in Berlin Medizin. Als 1848 die Märzrevolution ausbricht, schließt er sich den Barrikadenkämpfern an. Wie viele Juden hofft er, dass durch die Einführung einer demokratischen Verfassung Juden endlich der christlichen Mehrheitsgesellschaft gleichgestellt werden. Jedoch die Revolution scheitert, Wolfgang Strassmann wird verhaftet und wird aus der Stadt verbannt. Erst durch eine königliche Amnestie 1854 kann Wolfgang Strassmann nach Berlin zurückkehren und nun auch endlich sein Medizinstudium beenden. Kurze Zeit später bricht in Berlin eine Cholera-Epidemie aus und Strassmann meldet sich für die medizinische Versorgung der Einwohner des Stralauer Viertels, etwa in der Gegend des heutigen Berliner Ostbahnhofs. Nun beginnt er auch wieder, sich politisch zu engagieren. Er schließt sich der liberalen Deutschen Fortschrittspartei an und wird 1863 in die Berliner Stadtverordnetenversammlung gewählt. Zu diesem Zeitpunkt sind die preußischen Stadtparlamente die einzigen Bürgervertretungen, für die Juden das passive Wahlrecht haben. Als er 1875 zum Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung gewählt wird, ist es das höchste politische Amt, das ein Jude in Deutschland bekleidet. Sein wichtigstes politisches Anliegen ist ihm die Bekämpfung der Armut. Und das effektivste Mittel gegen Armut ist seiner Ansicht nach die Hilfe zur Selbsthilfe. Was Wolfgang Strassmann also das Aufhelfen für die Bedürftigen nannte, würden wir heute als Empowerment bezeichnen. In den frühen 1880er Jahren wird Wolfgang Strassmann zur Zielscheibe antisemitischer Angriffe durch den Hofprediger Adolf Stöcker. In den Hasstiraden des Predigers gegen den jüdischen Stadtverordnetenvorsteher kommt bereits der Vernichtungswille zum Ausdruck, den die Nazis gegen die Juden ins Werk setzen werden. Sie sind es auch, die 1933 das Porträt Wolfgang Strassmanns aus der Galerie der Stadtverordnetenversteher im Roten Rathaus entfernen lassen. Wir verdanken es den Nachfahren Wolfgang Strassmanns, der Familie Liemann, die dem Abgeordnetenhaus von Berlin das Porträt zur Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt hat, dass wir heute wieder an den liberalen Sozialpolitiker und sein Wirken für das Gemeinwohl Berlins erinnern können. Musik